Die Kombination der Sickenrollen an der Sickenrollenmaschine ergibt jeweils unterschiedliche Ergebnisse. In dieser Folge zeigen wir, wie eine runde, breite, aber dennoch flach ausgeprägte Sicke mit scharfen Kanten geformt werden kann. Dazu setzen wir eine Rundsickenrolle auf die untere Achse der Sickenrollenmaschine und eine weiche Kunststoffrolle, wie eine Skateboardrolle, auf die obere Achse. Die beiden Rollen werden auf Spannung gebracht. Führt man nun das Blech durch die beiden Rollen, entsteht eine weiche, abgerundete Sicke. Während des Rollens kann die Richtung der Sicke auch verändert werden. Solche Sicken findet man vor allem an Zierelementen an der Karosserie eines Fahrzeugs. Je breiter die untere Rolle, desto breiter ist auch die Sicke. Die Wölbung richtet sich nach der Spannung der Rollen.